Hallo liebe Wassermänner, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Orakel. Heute blicken wir zusammen in die Herbstmonate Oktober, November, Dezember. Wir starten mit einer Grundüberschrift aus dem Aura-Soma-Orakel, gehen nachher weiter mit euren 5 Entwicklungsschritten mit den Zigeunerkarten und dem Crowley-Tarot. Und zu guter Letzt gibt es Einblicke in Symbole und Orakel für eure Persönlichkeitsentwicklung. Ich danke euch wie immer für eure Daumen hoch, für eure lieben Kommentare und natürlich für eure Abos. Helft mir auf meinem Kanal zu wachsen. Möchtet ihr eine persönliche Legung von mir, unten in der Box unterhalb des Videos findet ihr alle Infos, die ihr dazu braucht. Bitte spürt mit, die Rollen auf den Personenkarten können vertauscht sein und sehr gerne könnt ihr zusätzlich die Legung zu eurem Aszendenten anschauen. Liebe Wassermänner, los geht's in eure Grundüberschrift. Wie lautet diese? Es geht um die 56. Eine Stressflasche, ja, Flieder über Flieder. Hier geht es um Drama, um Negativität, die hier losgelassen werden will. Ein paar Zeilen aus dem schlauen Büchlein. Also, das Drama des Lebens hält viele Rollen bereit. Verfange dich nicht in dunklen Nächten und in der Rolle des Opfers. Verlassenheitsgefühle und großes Leid durch persönliche Verletzungen mögen dich manchmal in Verzweiflung bringen. Löse dich aus der Angst, nicht zu genügen oder zu scheitern und verwandle auch deine Selbstanklagen und deine Selbstbestrafung. Bringe Klarheit, Unterscheidungsvermögen und Verantwortlichkeit dir selbst gegenüber in dein Denken und in alles, was du zum Leben brauchst. Große Lernaufgabe für euch Wassermänner. Wir gehen jetzt in eure 5 Entwicklungsschritte, wie versprochen, mit den Zigeunerkarten. Für die Herbstmonate 2023 zeigt sich, wir starten mit der ersten Position, da haben wir den Besuch. Hier ist es wichtig, nicht im stillen Kämmerlein zu verweilen, Kontakte zu pflegen. Die auf Partnersuche sind, sollten sich hier nicht an den Erstbesten oder die Erstbeste ranschmeißen, sondern lernt mal viele Leute kennen. Die in einer Partnerschaft sind, da kann es ein Hin und Her geben zwischen Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit, also on-off. Die Karte steht auch für euer Zeitmanagement. Mit wem verbringt ihr Zeit, mit wem nicht? Habt ihr zu viele Termine oder langweilt ihr euch? Dann haben wir hier die Heirat. Hier geht es möglicherweise um Gespräche zwecks Verbindung. Im Arbeitsleben kann das natürlich auch für Vertragsverhandlungen stehen. Ja? Und es geht darum, mit wem verbinde ich mich und mit wem nicht. Das wird hier immer klarer. Und wir haben hier die Falschheit. Ja? Überall in Verbindungen, wo ihr hier nicht ganz ehrlich mit euch selbst seid, werdet ihr hier wachgerüttelt werden. Ja? Wenn etwas in Verbindungen falsch läuft, dann kehrt das nicht unter den Teppich, sondern schaut es euch ehrlich an. Vielleicht ging es hier auch um Falschheiten aus der Vergangenheit und wir haben die Beständigkeit. Also wie gesagt, das kann sich wirklich auch hauptsächlich im Berufsleben abspielen. Wenn dem nicht so ist, dann geht es hier um falsche Beständigkeit in bestimmten Verbindungen, Partnerschaften. Ja? Und wir haben den Verlust. Der Verlust bedeutet loslassen, Verlustängsten ins Auge blicken. Die Verlustängste sind bereits mit dieser Karte in die Legung eingetreten. Ja? Vielleicht habt ihr Angst, die Arbeit zu verlieren. Vielleicht wisst ihr, dass ihr eine falsche Arbeit ausführt, die nicht zu euch passt, habt trotzdem Angst, diese zu verlieren oder zu gehen. Oder ihr seid hier in falschen Verbindungen gefangen, auf welcher Ebene auch immer. Natürlich gibt es das auch in Sachen Liebe. Ja? Und Verlustängste kommen hoch. Wir blicken jetzt in 5 weitere Impulse für euch aus dem Crowley Tarot für die bereits ausgelegten Karten.
Was darf ich euch hier noch mit auf den Weg geben, liebe Wassermänner? Hier wollten zwei Karten raus. Los geht's mit der ersten Position. Diese lautet die Sechser Kelche. Ist eigentlich Wohlgefallen und Luxus. Ja? Sind die Kelche bei euch halb voll oder halb leer? Diese Frage ist hier wichtig. Und bei der Heirat haben wir den Gehängten, große Arkana. Hier ist es wichtig, aus einer Sackgasse in einer Verbindung auszusteigen. Ja? Hier leuchtet das Licht erst wieder, wenn ihr euch aufgerichtet habt. Steht ihr zu euch selber. Hier gilt es auch, alte Verhaltensmuster loszulassen. Bei der Falschheit haben wir den Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter steht für weitere Luftzeichen. Ihr seid es ja, ihr Wassermänner. Wir haben hier noch Waage und Zwilling, möglicher Hinweis auf dieses Sternzeichen. Oder vielleicht seid ihr in Aszendenten in diesem Sternzeichen geboren. Vielleicht wäre es hier auch jetzt falsch voranzubrechen. Vielleicht habt ihr Angst, Klartext zu sprechen. Vielleicht geht es hier auch um eine männliche Person, die hier nicht ganz ehrlich ist. Ja? Kann hier auch der Fall sein. Bei der Beständigkeit wollten zwei Karten raus. Boah, da haben wir 5. Schwerter, 9. Schwerter. Also hier habt ihr einmal Angst vor Niederlage und macht euch das Leben schwer mit Kopfkino. Ja? Die 9. Schwerter sind regelrechte Selbstzerstörungsmuster, wie wir sie hier in der Überschrift bereits genannt haben. Schwerterenergie ist Wassermann-Energie, die haben wir hier jetzt dreimal liegen. Im Idealfall ist das klare Kommunikation, Entscheidungsfreude und Klarheit grundsätzlich. Ja? Bringe Klarheit in verschiedene Situationen, die hier falsch laufen. Und beim Verlust haben wir die Hohepriesterin. Ja? Also eure innere Stimme wird euch dazu raten, was oder wen ihr loslassen dürft oder wie ihr mit euren Verlustängsten erwachsen, sprich konstruktiv hier lernen könnt, umzugehen. Ja? Vielleicht geht es hier auch um, soll ich das bezeichnen, Geistführer, dass ihr zu eurem Geistführer findet. Die weibliche Seite ist hier sehr stark angesprochen in euch. Ja? Die intuitive Seite, es kann hier auch um spirituelle Ratgeber gehen. Ja? Das spüre ich hier auch. Gut, wie versprochen, gehen wir noch zu den drei letzten Impulsen über im Symbolon-Orakel. Hier sehe ich noch, bei den 6er Kelchen haben wir die Sonne im Skorpion. Vielleicht habt ihr es ja auch mit Skorpiongeborenen zu tun. Ja, auch möglich. Die Hohepriesterin steht für den schwarzen Mond, für die Lilith. Die Lilith macht, was sie will. Die lässt los und macht, was für sie wichtig ist, richtig ist. Lilith spricht für Freiheit und Wildheit der Frau. Und wir haben jetzt hier beim blinden Fleck die Unabhängigkeit, die Trauerarbeit. Also ihr dürft hier lernen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, unabhängig vom Außen, was man euch einflüstert, was man euch suggeriert. Vielleicht macht ihr zu viele Dinge, um anderen zu gefallen. Das ist eine Form von Selbstverrat, wo ihr dann betrogen werdet, ja, wie das auch immer aussieht. Auf eurem Weg haben wir den Täter, Opfer, Schöpfer. Wofür entscheidet ihr euch? Für welche Entscheidung, für welche Ebene entscheidet ihr euch hier? Wichtig ist hier auch eine bestimmte Bekenntnis zu outen oder Erkenntnis. Ja? Vielleicht habt ihr hier Angst vor einer Tat. Ja? Bleibt lieber im Opferbewusstsein. Noch besser ist es hier ins Schöpferbewusstsein zu treten. Wie könnt ihr zum Wohle aller handeln? Aber in erster Linie für euch und für das gesamte Umfeld, wo ihr euch befindet. Darin seid ihr nicht umsonst. Und mit diesem vergeblichen Rütteln an diesem Schwert, ja, werdet ihr verstehen, dass bestimmte Baustellen nicht eure Baustellen sind, dass ihr da gar nicht hingehört. Ihr rüttelt hier an einem Schwert, das ihr aus dem Felsen bringen wollt, das gar nicht euer Schwert ist. Ja, das ist die Baustelle von einer anderen Person.
Das heißt, zum Schluss werdet ihr zur Erkenntnis kommen, dass ihr loslassen dürft, weil es, wie gesagt, nicht eure Baustelle ist. Vielleicht lasst ihr euch hier auch zu viel in die Negativität von anderen Personen hineinziehen, liebe Wassermänner. Mit diesen Impulsen wünsche ich euch jetzt zauberhafte Herbstmonate, also Herbstmonate, hört auf euer Herz. Dieser Versprecher war sicher nicht umsonst. Danke für euer Dabeisein und ich freue mich schon auf das nächste Reading mit euch. Bye, bye.